Meine Damen und Herren, erinnern Sie sich noch an Gisela aus der letzten Woche? Gisela ist noch ein Begriff, ne? Genau. Gisela. Gisela, sag ich mal so, ist der Telefonjoker, den wir niemals haben wollen. Die war bei Ingo Lenzen in der Sendung Lenzen Live. Und da hat sie, wie wir finden, knallhart abgeliefert. Sie hatte zwar ein paar Probleme mit ihrem Telefon, mit ihrem Fernseher und sonst was. Ja, aber sie ließ sich nicht von ihrem Vorhaben abbringen. Damit Sie sich besser erinnern können, wir haben das nochmal für Sie zusammengestellt. Hallo. Ja, hier ist Ingo Lenzen. Hallo. Ja, hallo. Mit wem spreche ich denn? Hallo. Hallo. Machen Sie mal den Fernseher leise, dann höre ich Sie auch besser. Und vor allen Dingen Sie mich. Gisela, legen Sie los. Was ist das Problem? Gisela? Gisela? Gisela, Sie haben den Fernsehapparat wieder angemacht. Das war die Gisela. So, und wir hatten Ihnen ja versprochen, dass wir Ihnen zeigen, was aus Gisela geworden ist, beziehungsweise was Ihr Anliegen war und wie ihr der Anwaltsgranate oder die Anwaltsgranate Ingo Lenzen dann geholfen hat. Und meine Damen und Herren, holen Sie sich ein Bier, ein paar Chips, legen Sie die Füße hoch. Hier kommt die Auflösung. Sie sollten für einen Nachbarn die Katzen versorgen. Habe ich Sie da richtig verstanden? Ja, der Nachbar, das ist ein Chinese gewesen. Mhm. Also ist noch ein Chinese. Ja. Und der Chinese, da war ja da so eine Epidemie in China. Ist ja, die war auch in Deutschland. Nee, der war nach China. Gisela, ich muss Sie aber jetzt auch mal unterbrechen. Wir haben jetzt 11:45 Uhr. Ich höre gerade über meine Redaktion, dass die Sendung gleich zu Ende ist. Hm. Was machen wir denn jetzt? Noch mal kurz. Wissen Sie was, Gisela, wissen Sie, was ich Ihnen anbiete? Wir reden nächste Woche noch mal miteinander. Hm. Okay? Wir waren so kurz davor. So kurz davor. Das kann doch nicht wahr sein. So kurz davor. Wir hätten gerade fast alles erfahren, wo Corona herkommt, wo Sie Ihr Geld anlegen sollten. Alles. Oh, verdammt, ey. Und ich dachte, es kommt noch irgendwas mit einem chinesischen Restaurant. Muss ich ganz ehrlich sein. Die Geduld von Ingo Lenzen, die hätte ich auch gerne. Vor allem am Montag in dem Stau gehabt, den ich durch den Streik hatte. Aber der ist cool. Ingo Lenzen, wirklich sehr, sehr cool. Nächste Woche, kann ich Ihnen nur sagen, erfahren wir dann schlussendlich wirklich, was Ihr Problem ist. Also bleiben Sie dran, wenn es wieder heißt Gisela und Ingo auf der Spur des Chinesen. Aufmerksamen Fernsehzuschauern ist was Schönes nicht entgangen. Und zwar die Talbrücke Eisern in Siegen. Die wurde erfolgreich gesprengt. Ja? Und ich muss zugeben, das sind dolle Bilder. Und dann fällt sie. Die Talbrücke Eisern, beziehungsweise die Fahrbahn Richtung Süden. So wie geplant nach rechts. Ja, super. Finde ich beeindruckend. Könnte ich mir stundenlang angucken. Ne? Da fällt sie nach rechts. Wenn du auf der anderen Seite stehst, nach links. Ist egal, aber ansonsten nach rechts. Und dann, so, und da frage ich mich immer, wer macht sowas? Weißt du, wer hatte irgendwann in der Schule, ja, ich mach Brücken kaputt. Ja, okay. Ja, wer hatte diesen Berufswunsch und wie sieht der jetzt aus? Was sind das für Typen? Wo kommen die her? Was leben die für ein Leben? Und vor allem, wie sehen die aus? Und ich muss zugeben, hier war ich doch etwas überrascht. Am Morgen noch kurz Aufregung. Sprengmeister Schneider musste wegen starken Nasenblutens im Krankenhaus behandelt werden. Auch deswegen jetzt Erleichterung. Die Sprengung der Talbrücke Eisern Süd am heutigen Tag ist absolut super gelaufen. Das heißt, die Brücke ist planmäßig ins Fallbett gefallen, genau dahin, wo wir sie haben wollten. Weißt du, da hast du den Tag deines Lebens. Hast du deinen Enkeln erzählt, Opa macht euch heute stolz, macht den Fernseher an. Und dann steht der Opa. Und du fragst dich, was hat er? Was ist das? Wofür soll das gut sein? Ist das sowas wie ein Schutz für seinen Schnauzer? Weißt du, auf dem Kopf hast du einen Helm und hier, ja, mach mal lieber den Schnauzerschutz drauf. Oder ist das eine von diesen fehlerhaften Corona-Masken von Jens Spahn? Nee, die ist gut, die muss ich hier nur hinmachen. Die filtert alles weg. Ah ja, cool. Nein, ist natürlich Spaß. Der Mann hatte Nasenbluten. Ja, und das ist
dann der offizielle Verband. Ne? Das ist ehrlich. Also ich habe das Gefühl, ihn haben sie böse verarscht. Ne? Kommen wir mal Knüttel, kleben ihn vorne dran. Mal gucken, ob er vor die Kamera geht. Auf der anderen Seite, super Tipp für alle Allergiker da draußen. Wenn die Nase läuft, da Dingen anziehen, du kannst einfach laufen lassen. Ne? Dann ist es, wenn es dann aufgeht, neues. Super cool, finde ich schon schön.